Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem kurzen Video würde ich euch gerne mal zeigen, wie man die Motorkohlen einer AEG, Zanussi, Zanker oder auch Privilegmaschine wechselt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr selber wisst, wie man die Rückwand abschraubt. Wenn ihr hineinschaut, seht ihr unten am Bottich angebracht den Motor. Meistens ist er mit zwei Schrauben befestigt, manchmal auch mit allen vieren, also werft ruhig mal einen Blick genauer in das Gerät, schraubt die Schrauben heraus. Manchmal gehen sie etwas leichter, manchmal etwas schwieriger, dass man einen Nusskasten benutzen sollte. Den Stecker vom Motor abziehen. Das Erdungskabel abziehen. Und dann den Motor nach hinten wegschieben. Ihr könnt auch gerne vorne mal kurz auf die Welle draufhauen, wenn es zu schwer geht. Dann fällt der Motor da unten, dem passiert dabei nichts. Dann nehmt den Motor heraus und hinten seht ihr schon die zwei Motorkohlenhalter. Meistens ist das mit einem Kreuzschlitz befestigt. Die schraubt ihr heraus. Beide Schrauben dabei lösen. Und wenn ihr die Schrauben gelöst habt, zieht die Kohle vorsichtig runter. Und hier in dem Beispiel seht ihr schon, die ist völlig abgenutzt, da passiert nichts mehr. Die neuen Kohlen werden in umgekehrter Reihenfolge wieder angeschraubt. Der Motor hinterher wieder eingebaut, das habe ich nicht extra nochmal aufgenommen. Und los geht's. Die Maschine ist repariert, funktioniert wieder wie neu und das Ganze für knapp 20 oder 30 Euro, was diese Motorkohlen kosten, habt ihr euch eine Menge Geld gespart und eure Frau ist, denke ich mal, glücklich, wenn das Gerät wieder läuft.